Feder. Toll. Mehr war's. Mehr war's nicht. Ach hier, diese Viecher, die kann man ja auf den Boden legen und dann schön ordentlich draufhauen. Die geben ja auch dieses Fleisch. So, du kriegst mal um. Kochtopf. Ach, habe ich bekommen, dieses Turtle Meat. Genau, zwei Turtle Meat. Was ist hier? Ach, ein Manta-Rochen. Hier, die Bäume wachsen irgendwie nicht. Aber ich kann ja noch ein bisschen Holz hacken gehen. Also, wir brauchen ja erstmal alles. Und wo ich war bei GLSL, das ist ja der normale Share. Sonic Eaters. Ach Gott, weil die Axt kaputt gegangen ist. Sonic Eaters Unbelievable Shaders Mod, das ist ja praktisch nur eine Erweiterung für den Shader. Und der ist ja noch nicht komplett für... Oh, hallo Reh. Der ist noch nicht komplett für 1.4.5, sondern nur für 1.4.2 kompatibel. Und ich hätte jetzt geplant, diese 1.4.5 Version von Crafting Keks zu nehmen. Der hatte nämlich hier diesen einen... seinen Kompan, keine Ahnung wie er heißt. Der programmiert das ja für jede Version, laut Selbstaussage macht er das ja für jede Version. Und da habe ich es mal ausprobiert, aber er macht bei einer Class Probleme, bei der ZX Class. Und deswegen konnte ich jetzt nicht mit Shader spielen. Und den anderen Shader habe ich mir noch nicht ausprobiert, weil es reicht erstmal so, finde ich. So, und Schafe immer noch nicht gefunden. Aber dafür 30 Sand. Und wie viel brauchen wir denn? Wir machen Glasscheiben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. Ja, das reicht. Denn aus 6 werden 16 Glasscheiben. Und das reicht vollkommen für unsere Bedürfnisse. Und da hinten sieht's nach... Plains Biome aus, wollte ich sagen. Also Flachland. Aber der Schein trügt. Oh, ein schöner Wasserfall. Na, gucken wir einfach mal, was uns da erwartet. Ein Schaf wird mir vollkommen reichen. Das hier? Nur Rosen. Hier überall die Schlangen. Noch ein bisschen Kaktus mitnehmen. Ich glaube, der ist auch gefragt. Den braucht man, ja, wofür brauchen wir den? Ich glaube irgendwo, warte mal, das war doch hier mit, warte mal, wenn ich jetzt Z-Item, hier kann man auch suchen, Kaktus grün, ja, Wolle färben, ach genau, ah, das gibt's gar nicht mehr, hier, das ist hier für ein, ah genau, Katzen könnten wir auch mal zähmen. Kaktuspaste, ah, das ist, das ist hier das kleiner Kaktus. Das ist hier von Extra Biomes XL. Ja, du bist nur eine Maus, keine Ratte. Das ist hier, gibt's so in solchen, ja, Mini-Dschungel oder wie das heißt. Oder diese speziellen Wüstenbiome. Da gibt es... Ich hab doch ein Schaf gehört. Warum hat... Ah, von wegen. Da gibt es halt diese kleinen Kakteen und da... muss man die anscheinend zusammenlegen, um dann Kaktuspaste zu bekommen. Und wenn man die dann kocht, dann wird da Kaktusgrün draus. Also es sind halt kleine Kakteen einfach. Ein Ersatz, wenn man halt keine großen dabei hat, aber das wird eigentlich immer der Fall sein. Und hier sehen wir Truthähne und die müssen wir leider töten, auch wenn sie so schön sind. Ja. Fürs Erntedankfest. Hallo. Ja, genau, dankeschön. So, du musst auch sterben, tut mir leid. Oh, One-Hit-Kill. Und hat auch nichts gedroppt. Hier sind die Schmetterlinge. War nicht noch ein dritter? Ah, doch. Oh, hier ist der Hase. Da ist es dunkel genug, damit die spawnen können. Und da ist eine Großkatze, natürlich. Meine geliebten und gehassten Viecher. Und ich brauche jetzt erstmal Gold und Leder. Und wir haben keine Kühe. Und war dann Schaf. Bitte, bitte, bitte. Ja, ein Schaf. Na, so ein Pech. Ja, hier gibt's hier manchmal auch im Winter hier. Im Winterwunderland. Also im Tiger-Biom. Oder wie heißen die eigentlich richtig? Heißen die wirklich Schneebiom? Ne, Tiger heißen die. Genau, hatte ich mir richtig gedacht. So,
doch weit und breit keine Schafe. Unglaublich. So, wir spielen im Moment auf 90 FPS. Das ist sehr nett. Wir nehmen auf Fullscreen auf. Das ist auch sehr nett. Und die erste Folge kommt schon heute. Jawohl. Ach ja, das Leben hat sich vereinfacht. Das Let's Player-Leben. Natürlich nicht, wenn man hier diese gottverdammte Wolle sucht. Oh, 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 scheiße, das sind ja Haie, die sind nicht so gut. Diesen Britain Rock Turkey wollte ich jetzt nicht essen, auch wenn mein Hunger nicht gerade gut bestellt ist. Ozelot, ja, lustig. So, dann hacken wir den mal ab hier, den Herrn Baum. Oh, ich glaube, da geht's auch noch tiefer. Oh nein. Ja, wir haben also hier alles dabei. Und wir müssen schleunigst zurück. Ich fürchte, ich muss mein Bo- Oh ne, der Eisbär, der greift gerne mal an. Ja, der auch schon. Und mir wird's zu haarig, deswegen machen wir es mal friedlich. Denn die ersten Tage, wie ich schon gesagt habe. Oha. Oha. Dungeons Pack Paradebeispiel. Eins der Floating Dungeons. Also der fliegenden Dungeons. Und da drinnen sind schön Lohnspawner. Und wenn wir irgendwann mal so weit sind, werden wir das auch machen. Deswegen waren auch diese komischen Schatten auf dem Boden. Wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es nicht. Oh, hier wieder Hopfen. Ja, zum Bierbrauen ist das schon ganz gut. Und mit Craft Guide sieht man immer, ja, was man halt damit machen kann. Und wir haben ordentlich Kaffee, glaube ich, oder? Also ich glaube, wir haben eben noch was gefunden. Also an Kaffee haben wir, glaube ich, am meisten von diesen Better World Modifikationen. Genau, hier drunter war das. So, Wegpunkt. Eins der Floating Dungeons ist das ja. Ja, richtig. Am besten mal gelb für Lore oder sowas in der Art. Oder tiefrot, passt zu Feuer. Weil da oben wird es wahrscheinlich brennen. Bin ich mir sicher. Genau, auf der Karte kann man das auch erkennen. Es ist sehr hoch. Und ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Ich glaube, man muss sich wirklich eine Treppe bauen. Und von Wassereimer am besten einen Wasserfahrstuhl von oben machen. Und sowieso generell viel mit Wasser arbeiten, denn der größte Feind der Lohe ist Wasser. Und da hinten ist mein fast in Rot erstrahlendes Häuschen. Ja, ist noch nicht die feinste Bauweise, aber ich denke, wir machen uns ganz gut. Und ich denke, ich werde diese Steinziegel werde ich verwenden. Und hier ist irgendwo ein Lavasee. Hier unten ist ein Lavasee. Oh Gott, da hatte ich aber Glück gehabt, dass ich da nicht reingefallen bin. Oha. Ja, gucke ich immer vorbei. Also ich darf hier keinen Block-Update machen, sonst lande ich irgendwo drin. Ja, gut, klappt noch. So, hier gibt es also keine Diamanten. Naja, Eisen wäre mir auch schon recht. Hier mal eine kleine Treppe nach unten. Und hier gibt es erst recht nichts. Ja, gut, okay. Nicht der Rede wert. Was sagen wir denn mal hier? Und dann hier? Ja, ich denke mal, das ist guter Aufstieg. So, dann brauche ich jetzt auch gleich wieder was zu essen. Und da kann ich erstmal den Truthahn kochen, denn der macht ordentlich Hunger weg. Das ist jetzt die eleganteste Ausdrucksweise. Der macht ordentlich Hunger weg. Naja, gut. Erstmal alles weg damit. Sand. Ich denke mal, die Nächte werde ich erstmal noch peaceful lassen. Oh, und unsere Glassachen sind fertig. 16 Glasscheiben. Perfekt. Scheiße. Naja, das konnte halt auch passieren. Denn so viel haben wir noch im Überfluss. Ah ja, genau. Hier die Kakaobohnen. Kommen jetzt hier noch rein. Dann hier der Raw Turkey. Und da können wir mit dem Tropenholz, was wir abgebaut haben. Das ist Eichenholz, ne? Ja. Und da können wir uns jetzt einmal noch mal ein bisschen. Ist das Tropenholz oder ist das Fichtenholz? Oder wollen wir mit dem Tropenhaus die Stämme machen? Ich meine schon, dann machen wir aus dem Fichtenholz noch weitere Holzkohle.
Und essen gleich auch langsam mal wieder was. Und jetzt kommt man bald wieder auf Normalstellen, also auf Einfachstellen. Normal ist noch ein bisschen too much. Denn, oder wir lassen es erstmal. Wir lassen es erstmal komplett sein. Jetzt kommt erstmal das Fichtenholz. Ja, das zählt nicht als Essen, deswegen muss es hier so zählen. Ja, ist okay. Ist vollkommen okay. Vollkommen legitim. Wir brauchen mehr Tropenholz. Ja. Wenn ihr das gerade gehört habt im Hintergrund, das war meine Katze, die sich auf Karton wetzt. Ich guck gerade mal. Oh ja. Auf dem Computerkarton von meinem PC. Da schläft sich's gut. 2, 3, 4. Und jetzt brauchen wir natürlich noch mehr. Hätten wir einen Baum mehr abgeholzt, hätten wir jetzt mehr zum Bauen gehabt. 2, 3. Na toll. Na, jetzt bauen wir erstmal hier den Scheiß hier ab. Sieht ein bisschen blöd aus. Und Sand kann man. Wofür kann man Sand eigentlich sonst gebrauchen, außer Glas? Testen wir es aus. TNT. Sandstein. Rissiger Sand plus was? Oh, Hilfe. Mikrofon war ja komplett verdreht. Rissiger Sand plus Wasser gibt Sand. Ja, das gibt's hier in diesen Biomen, wo es total furztrocken ist. Ja gut, Glas ist klar. Also TNT, Sandstein und Katzenklo. Ja gut. Deswegen machen wir ja, ach genau. Optionen, Global Mod Options. Wie war es denn? Animals. Warte mal. Das waren noch hier Vanilla Mobs, genau. Da muss ich jetzt einstellen. Bevor wir es vergessen, dass wie immer. Ist Custom Spawner, ja. Die Spawn, nein. Nein. Zurück, was machen wir denn? Ja. Warte mal, wir machen jetzt hier die angriffsbereiten Tiere auf 50, also die feindlichen Tiere, und Tiere auf 100. Und Wassertiere, die können auch auf 50 bleiben. So, und Spawner-Frequenz war aber auf 25. So, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Und was wollte ich jetzt? Ozelot, 0. Ja. Denn das war's jetzt. Denn wir haben ja diese super tollen anderen Katzen, mit denen man viel mehr machen kann als nur mit Ozelots. Und ein Creeper-Warner haben wir jetzt ja schon durch die Runde. So, jetzt kann ich mal meinen Turkey essen. Ja, genial. 4 Hungerpunkte. Das ist sehr effizient, würde ich sagen, wenn man denn mal die Truthähne gefunden hat. So, dann kommt hier der Sand zurück. So. Ich glaube, die Fackel ist völlig unnötig. Weil wir haben jetzt ja hier unsere super Beleuchtung. Und jetzt gibt es auch. Das könnte man eigentlich schon machen. Jetzt gibt es auch neue Lampen durch Jamie Furniture. Dann macht man nämlich so zum Beispiel eine Glühbirne. Und dann geht man auf G. Ja, es ist jetzt jedenfalls nicht die neue Energiesparlampe. Ist viel, viel besser. Ja, und das kann man zum Beispiel auch für den Kühlschrank. Glühbirne ist ja klar, weil der Kühlschrank das Licht halt aufgeht. Und da gibt es hier so eine Outdoor-Lamp. Und wir haben kein Eisen. Aber dafür haben wir schon mal eine Glühbirne und wir haben eh zu wenig Glasscheiben. Also das dafür brauchen wir erstmal. Das ist eigentlich Luxus. Der kommt später. Nun gut, dann geht es jetzt nach hinten wieder oder hierhin. Ich glaube, dahin ist auch gut. So. Was ist da hinten? Ach, Pilze und so ein Tee, glaube ich, oder sowas. So, gehen wir mal wieder nach hinten hin. Olivenbaum. Okay. Ach, den können wir hier abholzen. So, gerade mal. Ach, nee. Licht kommt später im Zimmer. So. War das jetzt genug Tropenholz? Ach, komm, noch ein Baum.
Jetzt immer die richtige Minecraft-Musik.